Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir haben den Predigttext schon gehört als Evangeliumstext. Ein Text von einem Freund, der plötzlich Besuch bekommt um Mitternacht und Brot braucht. Und zu seinem Freund geht und klopft. Der will nicht öffnen, aber er klopft und klopft und klopft. Vielleicht haben Sie das schon erlebt. Wir haben das auf jeden Fall auf der Farm schon mal erlebt, dass jemand plötzlich vor der Tür stand und was brauchte um 2 Uhr morgens. Und wie schwer das ist, dann wirklich sich aufzurappeln und das zu tun. Es war zum Beispiel einmal jemand, der Benzin wollte. Das heißt, man muss alles öffnen und aufschließen und ich kann mir das ganz gut vorstellen, diese Geschichte. Und den zweiten Teil dann, so ein bisschen ein Lehrteil von Jesus, den will ich nochmal lesen, von Vers 9. Und ich sage euch auch, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wo bittet unter euch ein Sohn dem Vater um einen Fisch, und der gibt ihn statt des Fisches eine Schlange? Oder gibt ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Beten. Beten ist etwas, denke ich mal, ganz Einfaches. Einfach was vor Gott zu bringen, zu sagen, was wir denken, aber auch etwas ganz, ganz Schwieriges. Also beides. Wir können wahrscheinlich tagelang übers Beten nachdenken und sprechen und einen Kursus machen über Beten, aber das wirkliche Beten, das müssen wir eigentlich von Gott lernen. Er ist es, der uns Beten beibringt. Die Jünger wussten das. Die sind zu Jesus gekommen und haben gesagt, lehre uns beten. Ich denke, dass jeder von uns eine eigene Geschichte hat mit dem Beten. Gebete, die wahrscheinlich ganz schnell erhört wurden oder nicht erhört worden sind. Das einmalige Gebet, das wir mal so schnell sprechen. Und wenn wir ganz dessen bewusst sind, was wir denken, und deshalb habe ich am Anfang gesagt, wir beten wahrscheinlich jede oder alle von uns jeden Tag mal. Wenn wir mal überlegen, wo wir plötzlich so ein Gebet sprechen, dann kommt es öfter vor, merke ich bei den meisten Leuten, als wir uns das oft zugestehen oder merken, wenn man sich bewusst ist. Die Jünger Jesu, die haben sein Gebetsleben gesehen. Die haben gesehen, wie er betet. Und wollten etwas davon. Und die Frage ist, ob wir auch etwas wollen von dem Gebet oder von ihm lernen und wie er betet. Er lehrte das Vaterunser, aber auch ganz viele andere Texte wie diese Geschichte hier. Vielleicht, um mit einer Geschichte zu beginnen, eine Frau in Südafrika hatte ein riesiges Problem mit ihrer Tochter. Ich will jetzt nicht über dieses Problem sprechen, aber es war wirklich ganz schwerwiegend und sie kam damit nicht zurecht. Und ich habe dann zu ihr gesagt, ich glaube, dass Gott jedes Gebet hört. Und wir sind einen langen Weg gemeinsam gegangen und haben viel für dieses Mädchen gebetet, die wirklich auf falschem Weg war und ganz viele schlimme Sachen gemacht hat. Nach 11 Jahren plötzlich änderte sich über Nacht was. Ich habe nachdem mit dieser Person, dieses Mädchen gesprochen, gefragt, was hat sich eigentlich getan? Bist du irgendwo hingegangen zu einem Pastor, zu einer Kirche? Hast du das Wort Gottes irgendwo gehört? Sie sagte dann nein. Ich wusste einfach irgendwann, ich kann so nicht weiterleben. Und ich habe gebeten, dass Gott was verändert. Dieses Gebet wurde erhört. Nach 11 Jahren intensivem Gebet hat Gott dieses Mädchen erreicht, irgendwo in ihr einsame Stunde, wo sie für sich war. Ich möchte heute aber über etwas anderes nachdenken.
Ein Wort, das, woran ich dachte, als ich diesen Spruch hörte, dass wir nicht aufhören sollen zu beten, aus 1. Thessalonicher 5, Vers 17, betet ohne Unterlass, der Herr hört unsere Gebete. Jedes Gebet, das wir sprechen, glaube ich, wird von Gott gehört. Es wird auf verschiedene Weisen gehört oder seine Antwort ist immer unterschiedlich. Wir denken oder ich möchte gerne, dass es immer Ja ist, dass er dem zustimmt, wofür ich bitte, und dann hätte ich wahrscheinlich schon viele andere oder mein Leben wäre ganz anders verlaufen, als es verlaufen ist, und es ist vielleicht ganz gut, dass einige Gebete nicht erhört wurden. Aber wie erhört unser Herr unsere Gebete? Diese Woche haben wir es erlebt, zum Beispiel, dass mein Sohn bei einer mündlichen Prüfung dachte, das ist ganz schief gegangen, und dann kriegt er doch, als wir dafür gebetet haben, später ganz gute Punkte dafür. Also sofort erhört. Manchmal, das ist toll, wenn wir das erleben, aber es ist nicht immer so, ne? Manche meinen, die einzigste Weise, wie Gott antworten soll, ist Ja. Und wenn wir nicht diese Antwort bekommen, dann sagen sie, der Glaube ist nicht stark. Ihr habt falsch geglaubt oder falsch gebetet. Ich habe schon oft erlebt, dass Menschen sagen, wir müssen richtig beten und das glauben, dass wir das bekommen, und dann wird es auch geschehen. Ich denke, Gott ist viel größer. Er weiß genau, was gut ist für uns und was nicht gut ist. Und manchmal in ganz schweren Zeiten in meinem Leben weiß ich im Nachhinein, dass es irgendwie doch gut war, obwohl ich das nicht verstanden habe. Und so ist die zweite Möglichkeit, dass er sagt, nein, das brauchst du jetzt in deinem Leben nicht. Und das ist wahrscheinlich nicht so angenehm, besonders wenn es schwierige Sachen sind, die uns einfach nicht abnimmt. Aber irgendwie müssen wir da glauben, dass Gott mehr weiß als wir. Und ich habe erlebt, dass er auch durch das Schwere in unserem Leben, wo er Nein sagt, wenn man mit Gott geht, enormen Wachstum zustande bringt, dass wir was Neues dadurch lernen. Eine dritte Möglichkeit ist, dass er sagt, noch nicht jetzt. Das Gebet wird jetzt noch nicht erfüllt, später vielleicht mal. Und da ist es einfach wichtig und ich denke für uns wichtiger als für Gott, dass wir weiter beten. Dass wir, wenn Sachen uns belasten, dass wir die ganze Zeit diese Sachen vor Gott bringen. Für mich ist in den letzten Jahren klar geworden, dass das Gebet eigentlich etwas ist, das wir ständig tun sollen, dass wir ständig im Gebet leben, dass wir jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde eigentlich im Gebet leben sollen. Das ist, was Gott will. Wenn wir die Geschichte Jesu anschauen, dann sehen wir, dass er das getan hat. Der Vater und ich sind eins. Im Gebet war er immer eins mit dem Vater. Er hat im Gebet gelebt, er hat sich Zeiten genommen, sich zurückzuziehen. Wenn er mit Menschen war, hat er aber auch mit Gott gesprochen. Da gibt es eine Geschichte, wo die Leute ihn wirklich reinlegen wollten und sie kommen mit einer Frau zu ihm, die in Ehebruch erwischt wurde, und die Strafe dafür war ja zur damaligen Zeit, dass sie gesteinigt werden sollte. Also eine wirklich, wirklich schwierige Lage. Das ist das Gesetz, wie sie es verstehen. Und Jesus soll nun entscheiden, ob sie gesteinigt werden soll oder nicht. Was macht Jesus? Wenn man die Geschichte genau liest, er bleibt erstmal still, schreibt im Sand mit seinem Finger. Meine Frage war oft, was hat er da eigentlich gemacht? Wahrscheinlich mit Gott gesprochen. Im Gebet, eins, waren sie eins. Und dann sagt er die Worte, die wirklich weiterhelfen in dieser Lage. Der keine Sünde hat, werfe den ersten Stein. Ganz genial. Plötzlich ändert sich was enorm. Unser Gebetsweg ist eigentlich ein Lebensweg. Wenn wir im Gebet leben, dann werden wir auch wachsen. Dann wird das Leben interessant. Es wird anders. Ich habe alle drei Erfahrungen gemacht, wo Gott sagt Ja, wo er Nein sagt, wo er sagt Warte. Und im Nachhinein, viele Jahre später, habe ich oft gemerkt, es war gut, dass er diese Frage nicht so geantwortet hat, wie ich es wollte. So
Zum zweiten Punkt, betet ohne Unterlass. Das Gebetsziel unseres Lebens ist, im Gebet zu beharren. Das, denke ich, ist das Gebetsziel unseres Lebens. Wenn wir Jesus anschauen zum Beispiel, wenn wir einfach unser Leben anschauen, es ist besser, wenn wir im Gebet leben. Wenn wir beständig im Gebet bei Jesus bleiben. Wenn ich zum Beispiel in der Seelsorge bin, dass ich weiß, ich bin nicht allein. Dass ich eigentlich nicht die Person bin, die weiß, was da gesagt werden muss. Sondern, dass mein Herr dabei ist. Dass er durch den Heiligen Geist mich leiten will und dass ich mit einem Ohr auf dem Herrn hören kann, mit dem anderen Ohr auf die Person, die da sitzt. Dass wir zu, kann man sagen, zu dritt sind. Und das macht einen Riesenunterschied. Da bin ich nicht mehr so verantwortlich, sondern unser Herr ist. So ist für mich dieses Lernen, im Gebet zu leben, immer wieder im Mittelpunkt geraten. Vor einigen Jahren habe ich diesen Text gelesen, den wir heute als Text haben, und war dann in unser Schlafzimmer auf die Knie gegangen, habe gebetet und habe dann zu Jesus gesagt, mein Gebetsleben war so ein wenig eingeschlafen, und habe gesagt, ich möchte wieder was Neues lernen. Bitte bring was Neues bei. Und ich guckte hoch und sah, wir hatten so ein riesen Bücherregal an einer Seite in unser Schlafzimmer, wo ich meine restlichen Bücher habe, die ich ab fast alle in Südafrika gelassen habe. Aber die, die ich so manchmal anschaute, aber nicht jeden Tag gebraucht. Und plötzlich, ich weiß nicht, wie es zu erklären war, da ein ganz kleines Buch, das einfach so fast leuchtete. Und ich dachte dann, okay, habe weiter gebetet, guckte wieder hoch, es leuchtete immer noch. Da war kein Licht von außen, keine Sonne, die reinschien. Ich bin dann hingegangen, es war wirklich ganz dünn, vielleicht 2 Millimeter dick, und ich holte es raus aus dem Schrank und las, der russische, Entschuldigung, das muss ich mal jetzt, ich habe schon vergessen, wie es heißt, weil es einfach keinen Sinn ergab, dass es mit Gebet zu tun hatte, der russische Pilger. Es gibt es auch auf Deutsch, aber es war in Englisch. The Russian Pilgrim. Und ich habe das Buch genommen, habe es hingelegt neben mein Bett, wo meine Bücher leben, und habe eigentlich davon vergessen, aber dann später am Tag dachte ich, hatte doch darum gebeten, dass ich etwas über das Gebet lerne, und nahm es dann in der Hand und fing an, das Buch zu lesen. Es war eine Geschichte von einem Pilger im 1800. So und so 1870, der viel Schweres in seinem Leben erlebt hatte und loszog und hörte dann, dass man im Gebet beharren soll. Und er wollte dann lernen, wie das praktisch geht. Und zog von Prediger zu Prediger in großen Kirchen, bekannte Leute, hat die angesprochen, Seelsorger, die er kannte, und keiner konnte ihm wirklich helfen. Die Antworten waren nicht so, dass er irgendwas davon hatte. Und er hatte schon fast aufgegeben, und da sagte einer, er sollte zum alten Priester gehen, ein ganz kleines Kloster irgendwo, was irgendwo so auf seiner Pilgerstraße ist er dann dahin gegangen. Und der brachte ihn dann bei, sagte zuerst, es wird aber was kosten. Und da hat er gesagt, ja, er will lernen, wie man die ganze Zeit betet. Der brachte ihm dann das Herzensgebet bei. Kennt ihr das? Kennen Sie das? Herr Jesus Christus, erbarme dich meine. Brachte ihm bei, dass erstens, also ich habe jetzt nochmal nachgelesen, 3000 Mal, für eine Woche sollte es 3000 Mal am Tag beten. Und hat seine Finger gebraucht zu zählen. Die Priester hatten da so eine Weise, wie man zählen kann, 3000 Mal das gebetet zu haben. Also für eine Woche betete er es dann 3000 Mal, dachte dann, er hat viel erreicht, ging dann zu dem Priester und wurde dann gesagt, nächste Woche 6000 Mal. Also ich weiß nicht, wie ihr dabei fühlen würdet, aber nach einer Woche hat er es geschafft und dachte, okay, jetzt ist es gut. Und da sagte der zu ihm, nein, jetzt 12000 Mal die nächste Woche. Das Schlimmste in der 12000 Woche, wie ich sie mal nennen möchte, ist, dass er Blasen bekam an seine Finger vom Zählen. Weil wenn man sie ständig anfasst, dann bekommt man Blasen. Aber er hat weitergebetet.
Irgendwann starb dieser Priester dann, also den ganzen Sommer durch blieb er da und betete dieses Gebet weiter, und dieser Priester ist dann gestorben und er musste dann weiterziehen. Und er merkte dann, und ich lese vor, das unablässige innere Jesusgebet ist das ununterbrochene Anrufen des göttlichen Namens Jesu, wobei man sich seine ständige Anwesenheit vorstellt und ihn bei jeder Handlung überall zu jeder Zeit, sogar während des Schlafs, um seine Erbarmen bittet. So hat er das beschrieben und erlebt, als er losging, dass er es nicht mehr beten brauchte, sondern dass beim Atmen dieses Gebet von selbst kam. Und er erlebte dann ein Wunder nach dem anderen. Zum Beispiel wurde ihm seine Bibel gestohlen. Und in den 1870 war eine Bibel etwas sehr Wertvolles. Sie war in Leder gebunden, eine sehr große Bibel. Was ganz erstaunlich ist, die sein Großvater ihm geschenkt hatte. Und merkte dann im Gebet, dass Gott auch wollte, das war so wertvoll für ihn, dass auch dieser Schatz ihm genommen wurde. Und als er dann diese Bibel losgelassen hatte und zog weiter, waren da Soldaten, die Räuber erwischt hatten, und merkte, dass das die Räuber sind, die seine Bibel gestohlen haben. Und ging dann zu den Soldaten und sagte, die Bibel gehört mir. Und sie sagten, jeder kann das sagen, du siehst nicht so aus, als ob du eine Bibel besitzen kannst, die so wertvoll ist. Und da hat er ganze Teile der Bibel auswendig zitiert, und damit haben sie dann erkannt, dass es wirklich seine Bibel war. Ich habe dieses Gebet zum Gebet gemacht, dass ich manchmal bete, wenn wenn ich nicht mehr so leer bin oder so voller Gedanken bin, dass ich nicht mehr nur so beten kann. Ich benutze es nicht immer, aber wenn ich nicht weiter weiß, dann bete ich dieses beim Einatmen, Herr Jesus Christus, beim Ausatmen, erbarme dich meine. Herr Jesus Christus, erbarme dich meine. Ganz besonders, wenn ich zum Beispiel keinen Frieden habe und so viele Gedanken in meinem Kopf rumwirren oder irgendwas den Frieden genommen hat, und man betet dieses Gebet, ist so, als ob man diese Sache ständig vor Gott bringt. Herr Jesus Christus, erbarme dich meine. Herr Jesus Christus, erbarme dich meine. Es bringt die Gedanken immer wieder zu Gott und vermittelt oder hilft, dass man abgibt. Dass man neue Freude, neue Kraft bekommt. Betet ohne Unterlass. Unser Herr hört jedes Gebet. Weiterhin sagt es in ihm, als ich so meines Weges zog und unablässig das Gebet verrichtete, da fühlte ich nach einiger Zeit, dass das Gebet ganz von selbst ins Herz überzugehen begann. Das Herz begann, mit dem Herzschlag irgendwie innerlich die Gebetsworte auszusprechen. Und zwar so, Herr Jesus Christus und so weiter. Ich hörte auf, das Gebet mit den Lippen zu sprechen und horchte verwundert, wie das Herz es betete. Dabei hatte ich die Empfindung, als würde ich mit den Augen nach innen schauen. Ich fühlte einen leisen Schmerz im Herzen und im Geist entzündete sich eine brennende Liebe zu Jesus. Danach entstand eine wohltuende Erwärmung im Herzen, die sich über die ganze Brust ausbreitete. Ich habe das so oft erlebt, dass dieses Gebet dazu führt, selbst in einer Lage, wo es sehr schwer war, dass die Freude, das Licht Gottes wieder hineinleuchtet, dass diese Erwärmung, die durch seine Liebe kommt, plötzlich da war. Lasst uns beten. Herr, du bist es, der uns beibringt, wie wir beten sollen. Gib, dass wir in deine Gegenwart mit dir in diese Woche hineingehen und immer wieder in deine Gegenwart kommen und auf deine Stimme hören. Du bist es, der uns das gibt, was wir zum Leben brauchen. Segne du einen jeden von uns, Herr. Amen.